Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir in den letzten Tagen ein Schwebestativ gekauft und habe mich für einen günstigen Einstieg erstmal entschieden. Das ist das Schwebestativ Chem Ulata Pro. Ausgangspunkt war, dass ich für meinen Camcorder eine Canon Legira HFS 100 ein Schwebestativ gesucht habe, um einfach Aufnahmen beim Laufen etwas weicher werden zu lassen. Es gibt ja eine ganze Menge an Modellen, die es da im Internet zu bestellen gibt und entweder ganz teuer oder vielleicht sogar schon mit Brushless-Motoren. Oder ich habe mich jetzt einfach mal für diese einfache Variante entschieden, um ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, taugt das was oder taugt das nichts, ja, werden die Bewegungen wirklich besser. Darüber möchte ich euch kurz berichten. Zuallererst erstmal, wie ist das aufgebaut? Es wird ein Griff geliefert. Dieser Griff hat hier ein freies Gelenk. Das ist Aluminium oder irgendein Metall. Das funktioniert gut. Dann besteht dieses ganze Teil hier aus zwei Alu-Teilen. Der untere Teil, da sind die Gewichte dran, und der obere Teil, da kommt dann hier oben die Kamera dran und der Griff, dass ich das letztendlich so tragen kann. Ich empfehle gleich hier die untere Einstellung zu nehmen, um einfach einen guten Tiefpunkt zu haben, dass das schön ausbalanciert ist. Darauf achten, dass das hier gerade ist, dass dann die Kamera auch wirklich nach unten hängt. In der ganzen Verpackung ist noch eine Handyhalterung drin. Auch das habe ich ausprobiert, kann man letztendlich so unterschiedliche Geräte fein ausbalancieren, sage ich mal. Der Camcorder wiegt ca. mit diesem Objektiv hier drauf 730, 750 Gramm. Mein Handy wird wahrscheinlich nur 400 Gramm wiegen ungefähr. Und in der Produktbeschreibung wird gesprochen, dass Kameras bis 1 Kilogramm möglich sind. Diese Handyhalterung ist relativ simpel, deswegen auch sehr passend für alle gängigen Modelle. Ich habe ein Samsung A5, hier ist eine Feder drin, Handy einklacken, zumachen, hält, funktioniert. So, kommen wir zu dem Schwebestativ. Hier sind verschiedene Löcher, sodass ich den Griff unterschiedlich positionieren kann. Hängt also sehr stark auch davon ab, welches Gewicht ich an Kamera habe. Dann ist hier eine Adapterschraube, die kann ich ganz einfach hier reinschrauben. Hier sind überall Gewinde drin. So, als erstes schraube ich das mal fest. Dafür empfiehlt es sich, das hier etwas fest zu machen. Dann kann ich das hier wunderbar reinschrauben, passt alles. So, ist fest. Das Geheimnis eines Schwebestativs ist ja letztendlich, dass ich die Kamera ausbalancieren kann. Und hier bei diesem Camcorder besteht ja die Schwierigkeit, dass ich hier seitlich einen Bildschirm habe, den ich ausklappen kann, und dass die Kamera dann sozusagen leicht im Ungleichgewicht ist. So. Das ist hier immer etwas fummelig. Funktioniert aber bestens. So. Ich hatte Glück und die Position, die ich für meine Kamera benötige, passt wunderbar, so dass hier das zusätzliche Objektiv, das Weitwinkelobjektiv, wunderbar hier mit der Krümmung passt und es dazu kein Problem kommt. So, um diesen das mit der Klappe auszugleichen, muss ich sie etwas nach rechts schieben, dann festdrehen, die Klappe rausmachen, hier den Griff lösen, dass das natürlich auch schwebt. So, und dann gucken wir mal am ersten Test. Ja, hat auf Anhieb wunderbar funktioniert. Ich habe mir keine Markierung im Vorfeld gemacht, sondern einfach, das ist simpel zu justieren. Dauert vielleicht 2-3 Minuten, je nach Kamera muss man ein bisschen mehr ausprobieren. Ja. Ist schön gerade, hält und dreht sich nicht von alleine weg. Ich hatte im Vorfeld schon mal ein Schwebestativ, habe ich fast 2 Stunden versucht, das einzujustieren, und da passiert es immer wieder, dass die Kamera nach einer Richtung sich weggedreht hat, auch wenn kein Wind ist.
Und ich habe heute extra Testaufnahmen gemacht, als Wind war, um hier auch zu probieren, wie reagiert denn dieses ganze Stativ? Dreht es sich auch weg oder habe ich die Möglichkeit, es mit der Hand gut zu kontrollieren? Ihr seht dann gleich auch die Aufnahmen, die ich gemacht habe. Ich habe die einmal mit dieser Kamera gemacht, mit einer Action-Kamera und mit meinem Handy. Das heißt, hier hat es immer so 5 Minuten gedauert, bis ich das alles ausbalanciert hatte. Das ging aber relativ einfach, hat auch gut geklappt. Und ich bin echt positiv überrascht von diesem ganzen Produkt, weil es echt stabil ist und es liegt gut in der Hand, es lässt sich gut tragen. Und auch ist es gut zu transportieren, weil ich kann es sofort auseinanderbauen und relativ platzsparend verpacken. Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil bei diesen ganzen Sachen. Und zwar, ich trage jetzt das hier und ich merke in meinem Arm, dass das so langsam anfängt, schwer zu werden. Ich vermute, ich habe es jetzt nicht gewogen, aber diese ganze Konstruktion wiegt wahrscheinlich 2 Kilo roundabout. Das merkt man schon. Ich kann natürlich mit beiden Händen das festhalten, um meinen einen Arm zu entlasten. Aber beim Gehen empfehle ich wirklich, es nur mit einer Hand zu tragen, damit ich einfach diese Schwingung ausgleichen kann, ja, und damit das alles wirklich wunderbar läuft. Das ist halt wirklich eine Gewöhnungssache und auch hier ein kleiner Tipp. Ich muss mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Ich werde nicht bei den ersten Versuchen sofort super Aufnahmen hinlegen, sondern ich muss wirklich das Laufen mit diesem Schwebestativ und der dazugehörigen Kamera, die dann draufgeschraubt ist, üben. Aber die Ergebnisse lassen sich sehen. Überzeugt euch selbst. Im Vergleich erkennt man, dass die Bewegungen mit Stativ weicher und etwas flüssiger werden. Natürlich kann es nicht mit einem Gimbal mithalten. Aber als Einsteiger-Schwebestativ für aktuell ca. 35 Euro kann ich es empfehlen. Vielen Dank für das freundliche Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.